tolle Strandfigur und herzlich willkommen zum brandneuen Video und zwar zum Thema 100 Lebensmittel zum Abnehmen. Wir sind jetzt schon bei Teil 3 angelangt. Teil 1 und 2 verlinke ich dir mal hier im Video, falls du die verpasst hast, kannst du die noch reinziehen. Es geht allgemein um das Thema, welche Nahrungsmittel kann man heutzutage eigentlich noch futtern, jeden Tag ohne Probleme und trotzdem Gewicht abnehmen. Weil man kriegt ja überall diese Meldungen von wegen, das macht Fett, das macht Fett, das ist ungesund, das macht Hämorrhoiden, das macht und so weiter. Und deswegen die Lebensmittel, die ich dir vorstelle, diese 100 sind exzellent, gefield testet, 100% zum Abnehmen geeignet. Wir müssen nur mit der Menge ein bisschen aufpassen, aber das erkläre ich dir natürlich immer so nebenbei. Und ich erkläre dir noch, welche Lebensmittel besonders gut zu kombinieren sind. Ja? Und da fangen wir doch gleich mal heute mit dem einen der wichtigsten Lebensmittel an. Lebensmittel Nummer 11, wenn ich mich nicht irre, der Banane oder auch den Bananen, je nachdem, ob man gerade ein oder zwei zur Verfügung hat. Ja? Die Banane wirklich einer der Klassiker. Sehr viele Vitalstoffe, ja? Sehr lecker im Geschmack, eine Art natürliches Süßungsmittel. Was die meisten Leute nicht wissen, nimm mal eine ganz normale Pfanne, hau da so ein ganz bisschen Butter rein. Butter hatten wir ja letzte Woche schon. Ein ganz bisschen nur. Lass die so ein bisschen braun werden und dann schneidest du die Banane hier in der Mitte, ja, also längs in der Hälfte durch und brätst die Banane von beiden Seiten ein bisschen an. Ja. Das Ganze dann einfach in Quark rein oder ins Müsli. Ich sage euch Leute, die Banane wird dadurch noch viel süßer und viel leckerer, viel bekömmlicher. Und dann könnt ihr die Banane wunderbar nutzen. Zum Beispiel auch mit dem zweiten Lebensmittel, zu dem ich noch nicht jetzt komme, weil ich wollte noch sagen, Banane natürlich Kohlenhydrate und zuckerhaltig. Deswegen, was die Menge anbelangt, ein bisschen aufpassen. So. 1 bis 2 Bananen sollten eigentlich für die meisten Menschen okay sein am Tag. Aber wie gesagt, das müsst ihr einfach raustesten. Ja, wenn ihr die schnellen Kohlenhydrate allgemein sonst reduziert habt, also weniger Haushaltszucker, also dieser ganze Kram und so, weniger von dem Scheiß. Ich habe das jetzt nur als Beispiel natürlich hier extra gekauft, ne? Versteht sich. Und weniger süße Getränke, dann könnt ihr einfach 1 bis 2 Bananen in der Regel essen und trotzdem ohne Probleme abnehmen am Tag. Das Ganze lässt sich super kombinieren mit, natürlich nicht mit diesen Muffins, sondern mit 100%igem Kakaopulver. Das kriegt man jetzt hier bei Kaisers zum Beispiel, kriegt man aber auch in jedem anderen Laden. Das ist einfach entöltes, ganz normales, 100%iges Kakaopulver, ja. Hat Eiweiß sogar 20 Gramm auf 100 Gramm, hat Kohlenhydrate nicht viel, nur 8 Gramm auf 100 Gramm und Fett 20 Gramm auf 100 Gramm. Und dann der Rest sogar noch, wusste ich gar nicht, 30 Gramm Ballaststoffe. Ein super Lebensmittel, wie gesagt, Kakao hatte ich ja schon letztes Mal erklärt, hat sehr viele Antioxidantien, also sehr viele Stoffe, die gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, sehr viele Stoffe, die freie Radikale ausgleichen. Und das Ganze könnt ihr zum Beispiel ideal kombinieren, auch wieder mit Banane. Nimm zum Beispiel mal eine Banane, schäl die, frier sie ein über Nacht und am nächsten Tag mischst du sie mit so 1 Esslöffel von diesem Kakaopulver und ein bisschen Kokosmilch im Mixer. Dann hast du das geilste Mousse au Chocolat in der Strandfigur-Variante, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Kommen wir zum nächsten Lebensmittel. Da haben wir diesmal die Pilze. Ja? Champignons, exzellentes Lebensmittel zum Abnehmen. Ja? Kann man zum Beispiel in das Rührei mit dazugeben oder in Auflauf. Ihr könnt einfach mal einen Gemüseauflauf machen mit Lachs oder so. Das ist ganz einfach. Ihr nehmt euch euer großes Gemüsebackblech oder euer Backblech oder wie auch immer der Scheiß genannt wird. Haut alles rein, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Das heißt, ihr schnippelt euch euer Gemüse, ihr nehmt die Pilze, haut die einfach rein und dazwischen macht ihr einfach so ein bisschen Lachs, oben ein bisschen Käse, das Ganze ungefähr für 20, 30 Minuten in den Ofen. Sehr lecker. Braucht ihr keine Soße reinmachen und nichts dergleichen. Schmeckt richtig lecker. Okay, ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, ein bisschen Sahne dazu machen, dann schmeckt es noch besser. Aber denkt dran, wir müssen auch insgesamt die Kalorien beachten. Also versucht das Ganze mal aus. Mit Pilzen ist wirklich ein super Lebensmittel. Könnt ihr immer essen. Gut waschen natürlich das Zeug. Und ja, dann habt ihr schon Lebensmittel Nummer 13, wenn ich mich nicht irre. Lebensmittel Nummer 14, auf jeden Fall hier die Haferflocken. Haferflocken haben zwar einen hohen Kohlenhydratanteil von 57 Gramm auf 100, ja, haben aber auch viel Eiweiß und ein bisschen Fett. Deswegen sind sie gute Sattmacher. Und du sollst ja auch nicht
100 Gramm Kohlenhydrate ohne alles essen, sondern misch das Ganze. Nimm zum Beispiel deinen Magerquark, mach ein bisschen Haferflocken mit rein, mach ein bisschen Früchte mit rein oder ein paar Nüsse und dann sind das einfach super Sattmacher. Ich esse das Ganze auch morgens gern als Porridge, ja. Verlinke ich mal hier oben als das Video noch, das Gladiator Porridge. Das ist ein super Lebensmittel, auch wenn man richtig Muskeln aufbauen will. Ansonsten einfach die Menge auch genau wie bei den Bananen so ein bisschen raustesten, ja. Man sollte nicht zu viel Kohlenhydrate am Tag insgesamt essen. Okay, und Lebensmittel Nummer 15. Eins der besten Königslebensmittel der Welt. Jeden Abend bete ich es mindestens 20 Minuten lang an, stelle es vor mich hin und ja, ich kann einfach nicht glauben, wie lecker diese Buttermilch ist, ja. Ist aber Geschmackssache. Manche Leute mögen nicht diesen säuerlichen Geschmack von der Buttermilch. Ich liebe ihn absolut. Am liebsten kombiniere ich das Ganze mit einem Smoothie nach dem Training. Da sollte man aber, wenn man abnehmen will, aufpassen, was den Smoothie angeht. Also du kannst hier zum Abnehmen die Buttermilch verwenden nach dem Training. Du kannst sie zum Beispiel mit ein bisschen, also eine ganz normale feste Nahrung essen oder du kannst das Ganze in dein Whey Shake. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier Protein nimmst, dein Formula Protein oder Whey, dann kombinierst du es einfach mit Buttermilch statt mit normaler Milch, weil diese Buttermilch ist auf jeden Fall besser bekömmlich für die meisten Leute als normale Milch und das kombinierst du mit dem Shake. Meine Empfehlung, nimm nicht das Schoko für die Buttermilch, sondern nimm Zitrusjoghurt, dann hast du einen richtig leckeren Geschmack mit Buttermilch nach dem Training. Das war schon Abnehmen Lebensmittel Nummer 15 und das dritte Video der Serie. Ich hoffe, dir hilft diese Serie. Du kannst bei weiteren Fragen einfach unten kommentieren und nächste Woche kommt schon Teil 4. Dann haben wir schon 20 Lebensmittel und viele und weitere Tipps kannst du auch noch in meinem Abnehmschlüssel bekommen. Das Ganze verlinke ich dir hier unter dem Video. Ja, da habe ich ein Buch geschrieben, wo ich auch viel auf die ganzen Intoleranzen eingehe. Und ansonsten empfehle ich dir, meinen Kanal noch zu abonnieren, damit du weitere Videos bekommst. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Abnehmvideo. Ich bin dein Abnehmcoach aus Deutschland, Kolja Barkon. Ciao.